Empfange Übertragung. Kommunikationsverbindung aufgebaut. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Magistrat. Und ehrlich gesagt, ist es mir völlig egal, was Sie zum Thema Regeln und Gesetze der Konföderation zu sagen haben. Ihr verdammten Hinterwäldler seid doch alle gleich. Ihr wisst nicht, wo eure Loyalität liegt. Also dann mal einen schönen Tag, oder wie man bei euch sagt. Ende der Übertragung. Der von Ihnen angeforderte Bericht ist fertig. 16 Außenstationen berichten über Sichtung der außerirdischen Invasoren. Diese wurden inzwischen als Zerg identifiziert. Die Konföderation hat alle aktiven Milizen unter Arrest gestellt und geht weiterhin jeder Konfrontation mit dem Zerg aus dem Weg. 3 Stationen sind bereits in die Hände der Zerg gefallen. Es war nicht möglich, irgendwo militärische Hilfe aufzutreiben, mit einer Ausnahme. Die Extremistenorganisation, die sich Sons of Korhal nennt. Ihr Verbindungsoffizier wartet auf der anderen Leitung. Guten Tag, Magistrat. Mein Name ist Arcturus Gmensk. Ich vertrete die Sons of Korhal. Sie kennen natürlich die Propaganda, die die Konföderation über meine Gruppe verbreitet. Aber Sie stehen in dem Ruf, hinter die Kulissen sehen zu können. In der Vergangenheit haben wir niemals sehr lange an einer Stelle operiert, aber diese Zerg machen nicht den Eindruck, als ob sie lange fackeln würden. Ich habe Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, Magistrat. Wie wäre es, wenn ich Ihnen unter die Arme greifen und ein paar Transporter runterschicken würde, die bei der Evakuierung von Überlebenden helfen. Sie wissen natürlich, dass meine Organisation außerhalb der Gesetze der Konföderation operiert. Das ist auch der Grund, warum die Regierung Lügen und falsche Informationen über uns verbreitet. Wenn Sie unsere Hilfe annehmen, gelten auch Sie als Verbrecher. Aber Sie haben die Chance, diese Leute zu retten. Jetzt heißt es Farbe bekennen, Magistrat. Ende der Übertragung. Roter Alarm. Evakuierungszone wird von den Zerg-Streitkräften angegriffen. Notsignal aktiviert um 12:20 Uhr.